und total super sexy und all das, aber eigentlich, ich will ehrlich sein, ich bin eigentlich ziemlich unsicher. Jess, das kann nicht dein Ernst sein. Was? Es gibt gar nichts, weswegen du unsicher sein musst. Oh, du hast keine Ahnung. Sicher doch. Du bist genau wie ich und jeder sonst. Wir sind alle unsicher. Aber du hast ein Händchen für große Auftritte. Du glaubst, es ist fake, aber es ist echt. Ja, ich schätze schon. Ja, und das ist super mega scharf. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Komm her. Ich habe gerade eine richtige Erleuchtung. Was denn? Vielleicht habe ich ja auch ein Händchen für dich. Ich bin auf jeden Fall bereit für deine Händchen. Was auch immer es ist, ist nicht zu stören. Ich habe eher beobachtet. Das ist so ein lüsternes Ding. Ich finde, Jazz erinnert mich irgendwie an Chantal aus Fuck You Goethe. Mike? Was ist das? Ich weiß nicht. Okay, dann sieh halt nach. Los, bitte. Nimm zuerst die Knarre. Sei nicht so dumm, nimm die Knarre. Bist du nicht? Ich nehme die Knarre nicht. Okay, wo muss ich hin? Soll ich, will die echt, dass wir rausgehen? Ja, das ist eine Tussi. Hinten waren wir noch gar nicht in dieser Hütte. Gibt's hier was? Das ist ihr Handy, wie es aussieht. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Das ist ein T-Shirt, so eine Stickerei oder so. Geh wieder in Faust. Wartet mal! Euer Jesse? Pech! Ihr verderbt uns den Spaß nämlich nicht, weil Michael und ich nämlich gleich ficken! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex und der wird echt heiß! Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun! Doch ein Megafon. Oh, so eine Scheiße! Oh. Ja. Okay. Das war jetzt irgendwie mehr lustig als gruselig. Ein bisschen. Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. War da nicht eben noch der Typ? Da drauf? Ja, der ist weggelaufen. Wann? Vor der Cutscene. Echt? Mhm. Daran erinnere ich mich gar nicht. Wer sind wir jetzt? Okay. die besoffen laufen. Ashley. Josh sah wirklich erschrocken aus bei dessen Haus. Ja, ich meine, er sah aus. Ich verstehe immer noch nicht, wieso kein Licht an ist. Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber deswegen haben sie auch keine Kerzen im Haus an. Wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Verdammt. Ach, das soll Staub sein. Ich denke, was ist das immer für ein Sternenhimmel immer hier und da? Oh, hier liegt auch so ein Boden.
Strom ist gar nicht an. Schräg. Achso, da hinten ist ein Durchgang. Wupp. Okay. Ich glaub schon. Da! Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow! Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Vorschicken, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon, das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee, du gehst. Vielen Dank. Okay, jetzt spielen wir den Typen, interessant. Hier ist eine Überwachungskamera. Hannah und Ben. Wow. Was? Wow, was ist das? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen weiche, weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden Süßen Hannah und Beth gewartet. Heilige Scheiße. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber sieh mal hier. Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Okay, wo ist Josh? Wo ist da hingelaufen? Was ist das? Okay. Ich glaube, ich muss in die andere Richtung. Uah. Ach, auf einmal geht diese Tür hier auf. Okay, auf einmal ist die... Was war das? Mal hier hin. Ist das nicht das Bad eigentlich? Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Das stimmt. Okay, das ist die Haustür, da müssen wir nicht hin. Kira, weißt du, wohin der Ding gelaufen ist? Keine Ahnung, einfach irgendwo hin. Okay. Also, ich habe genau was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief. Wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass ihr irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Ich meine... Vielleicht war er das ja vorhin unten im Keller. Was? In der Bibliothek unter den Holzdielen. Das Licht. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Wir kommen! Halt durch! Ashley! Ash, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Alles klar? Ich werde... Lol. Ash! Ash! Hey! Also...
Okay, Ashley wird verschleppt. Na jetzt. Ich meine, die Kerzen anmachen. Ist echt so, ey. Wo stand eben bei der Katze vorhin nämlich? Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Gut, da ich pieseln muss, würde ich sagen, machen wir hier einen ganz kurzen Päuschen. Päusle, ja, Päusle, oder du spielst weiter, keine Ahnung. Ja, ich würde auch gerne Päuschen machen. Gut, dann machen wir so ein Schnabulator-Päuschen. Also ein langes Päuschen oder ein kurzes? Nein, kurzes Päuschen. Ich mache nur ein paar Dinge und dann war's das. Also so maximal 5 Minuten oder genau. So. Alles klar, ich werde dann jetzt. Sagen wir so um Viertel vor bis 10 vor die Zeit. Viertel vor bis 10 vor. Ich drücke dann hier auf. Warte mal. Yeah. So, und dann können wir hier erstmal in dem Bildschirm verweilen. Bis es gleich in ganz wenigen Minuten weitergeht. Bis gleich. Bis dann.